Ja, also auf dem Stadthistorischen oder Kultur- und Stadthistorischen Museum der Stadt Duisburg findet im Rahmen der 35. Duisburger Akzente ab dem kommenden Sonntag, 16.03., eine Ausstellung statt, ja, die natürlich zum Gesamtthema der Akzente Geld oder Leben passt. Und Sie können uns etwas Näheres dazu erzählen. Ja, gerne will ich das tun. Wir werden am Sonntag, den 16. um 11 Uhr morgens, die Ausstellung Werte im Widerstreit hier im Kultur- und Stadthistorischen Museum eröffnen. Diese Ausstellung ist ursprünglich vom Graduiertenkolleg der Universität Frankfurt erarbeitet worden und enthält vier Großthemen und 16 einzelne Module, in denen die Wertediskussion eröffnet wird. Und ich sag mal, da spielt sowohl Geld als auch Leben eine große Rolle, weil ja, da sieht man diese Interdependenz der beiden Begriffe eigentlich recht deutlich. Ja, es ist eine ganz spannende Ausstellung, die ein ganz weites chronologisches Feld, aber auch ein ganz großes Themenspektrum umfasst. Interessant ist, dass wir Werte heute fast nur in Euro oder Dollar umrechnen. Das war natürlich in anderen Zeiten und in anderen Kulturen anders. Wir haben hier zum Beispiel die Entwicklung der Werte im Sinne von einem Gewichts- und einem Münzensystem. Das verstehen wir alle. Aber wo sind dann die Werte, die ideellen Werte zum Beispiel, die Erinnerungswerte, die eine alte Frau hat, die aus ihrer Wohnung heraus muss und die alles wegwerfen muss und nur zwei Taschen voll mit ins Altenheim nehmen kann? Auch das wird hier eindrucksvoll mit einigen wenigen Objekten dargestellt und der Besucher muss, kann vor jeder Vitrine für sich selbst überlegen, sind das meine Werte? Kann ich diese Werte verstehen? Kann ich sie äquivalent verwerten? Also Werte praktisch völlig neu überlegen und auch neu bewerten. Genauso ist das. Die Werte muss jeder für sich selbst bewerten. Es gibt Werte, die wir alle als selbstverständlich ansehen, aber auch ganz viele Werte, die wir nicht ohne weiteres verstehen können. Jetzt ist die Köhler-Osborne-Stiftung, ja, ich sag mal, ein gewisser Fundus hier in Ihrem Hause aufgrund der großen Sammlung mit, soweit ich weiß, über 70.000 Münzen, Zahlungsmitteln. Ja, und ich denke, da zeigt sich auch eine ganze Menge, ja, wie Werte auch im Laufe der Jahre sich entwickelt haben, ganz anders wurden und auch ganz anders bewertet wurden. Ja, in der Sammlung Köhler-Osborne haben wir viele Werte. Wir haben insbesondere natürlich die Zahlungsmittelwerte und die spielen natürlich eine große Rolle, auch für unser Wertesystem und unsere Wertevorstellungen. Wir haben auch die Kunstwerte in der Sammlung Köhler-Osborne, aber auch präsentiert in dieser Sonderausstellung. Wertigkeit, ja, das ist ja sowieso ein sehr subjektives Thema. Man stellt fest, dass die Zeit starke Veränderungen von Werten und Wertigkeit mitgebracht hat. Ich sage mal ganz krass ausgedrückt, etwas, was heute richtig ist und wertvoll ist, kann vor etlichen Jahren als völlig unbedeutsam und ja, und ohne Wert eigentlich angemessen werden. Und das kann man alles hier sehen, das kann man alles hier wiederfinden. Also mit anderen Worten, ja, eigentlich für alle Altersklassen eine Wertorientierung, die hier stattfindet. Ja, was Sie gerade sagten, ist richtig. Werte kann man auch transferieren. Und bei einem Transport in eine andere Kultur, in ein anderes System, können Werte sich sehr stark verändern. Und auch das wird hier in der Ausstellung sehr deutlich vor Augen geführt. Unter anderem auch zum Beispiel der Brautpreis, wo eine Braut bezahlt werden muss, in Anführungsstrichen Ja, gesagt. was es ja teilweise sogar heute in verschiedenen Völkern noch gibt. Das ist heute noch gängig. In großen Teilen Afrikas wird der Brautpreis ausgehandelt mit dem Ältestenrat, mit den Familien und dort wird dann festgelegt, wie viel Geld, wie viel Ziegen und wie viel andere Materialien bezahlt werden müssen. Deshalb steht auch bei uns in der Ausstellung ein großer Ziegenbock. Können wir uns darauf einigen, dass es eigentlich nichts Relativeres als einen Wert gibt? Nichts Relativeres, das ist richtig. Der Wert ist relativ. Jeder muss für sich entscheiden, wie relativ hoch oder niedrig der Wert irgendeines Objektes ist. Und man kann im Prinzip mit der kleinsten Kleinigkeit diese Wertediskussion anfangen. Jetzt nochmal zu den Ausstellungszeiten. Soweit ich weiß, ist die Ausstellung relativ lange hier präsent. Die Ausstellung wird am 16., am nächsten Sonntag eröffnet und wird bis zum 14. September hier im Kultur- und Stadthistorischen Museum zu sehen sein. Also für jeden genügend Zeit und ohne Ausreden sich diese Ausstellung tatsächlich in Duisburg im Innenhafen anzuschauen. Genau das hoffen wir, dass viele den Weg zu uns finden. Herr Althoff, vielen Dank. Gern geschehen.